So, moin zusammen, ich grüße euch heute aus dem Gewächshaus. Der eine oder andere wird es vielleicht erkennen oder kommen einem die Blätter bekannt vor. Unser Thema heute Kiwis vermehren, in dem Fall sind es Mini-Kiwis. Wer sich mit Kiwis ein bisschen auskennt oder sich mal versucht hat, ein bisschen zu belesen, der hat mitbekommen, dass es da bei den großfruchtigen Sorten ja, männliche und weibliche Pflanzen gibt. Deshalb muss man da auch schauen, dass die Geschlechterverhältnisse passen. Normalerweise sagt man so grob eine männliche Sorte auf 3 bis 4 weibliche Pflanzen. Sonst klappt es mit der Bestäubung nämlich nicht. Man kriegt es oftmals mit, wenn man sich da mal ein bisschen umhört, dass man ganz tolle Kiwi-Pflanzen zu Hause hat, aber die jahrelang keine Früchte bilden. Das ist unter anderem ein Grund dafür. Deshalb greifen die Leute ganz gerne auf diese Sachen zurück. Das ist die Mini-Kiwi. Das Gute bei der Mini-Kiwi ist, die macht ja so traubengroße Früchte, glattschalig, kann man direkt so essen. Das Gute daran ist, dass du im Endeffekt nicht Acht geben musst, männlich-weiblich, sondern die sind selbst fruchtbar und bilden da deine Früchte aus. Wir haben hier, wer regelmäßig reinschaut ins Gewächshaus oder in die Gewächshausrundgänge, vorne im Bereich eine große Pflanze stehen, die wir jetzt aber rausmachen wollen, weil wir aufgrund der Hitzeentwicklung im Gewächshaus immer Schwierigkeiten mit der Spinnmilbe haben. Haben wir jetzt mal einen kräftigen Trieb rausgenommen und möchten da Steckhölzer machen und wir gehen dabei eigentlich genauso vor, wie bei den anderen Steckhölzern auch. Vom Zeitpunkt her passt es jetzt gerade auch. Die Blätter verfärben sich jetzt gerade, die Pflanze geht jetzt ohnehin in Ruhe. Und wie ihr hier seht, haben wir hier bereits mit Pikiererde, Aussaaterde eine Platte gefüllt, wo wir jetzt die Steckhölzer reinmachen werden. Die werden vergleichsweise kurz. Normalerweise haben wir die ja in Baumschulplatten. Wir haben da mal ein Video gemacht bei Brombeersträuchern, wie wir die vermehrt haben. In diesem Fall machen wir die jetzt ein bisschen kürzer. Wir haben jetzt gerade eben hier unten ein Blatt weggemacht, hier unten wieder schräg angeschnitten und lassen jetzt einfach mal das hier bis dahin. Haben also quasi nur so ein Stück, das ist gerade mal Handteller breit, ich denke so knapp 10 cm. Dann machen das hier rein, kräftig andrücken und dann machen wir gerade nochmal eins. Jetzt hier in dem Fall, weil wir unten schon relativ nah an dem Blatt ranziehen, lassen wir es jetzt halt unter gerade. Wir wissen ja, wie wir es einsetzen müssen. So rum. Und gleich rein damit. Ja, und so werden wir jetzt nach und nach die ganze Platte füllen. Und dann stellen wir die hier auch ganz normal im Gewächshaus auf. Und lassen uns überraschen, wie viele Pflanzen im nächsten Jahr durchstarten. Kann man also gar nichts falsch machen in diesem Sinne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Freuen, wenn es Fragen geben sollten, dürft ihr die gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Ich werde die dann beantworten. Und dann denke ich, sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Und ich mache jetzt hier die Platte voll.